Hallo und willkommen bei der 55. Woche von Transcrowds. Ja, ich muss mich erst einmal entschuldigen, dass ich letzte Woche das Video nicht gemacht habe. Es hat mal so angefangen, dass ich zuerst keine Zeit hatte. Dann wollte ich es eigentlich nachmachen. Und dann ist unglücklicherweise mein Laptop gecrashed mit all meinen Daten, mit all meinem Zeug drauf. Ich war in großer Verzweiflung und habe jetzt aber endlich. Also heute habe ich einen neuen PC bekommen, einen super geilen, super hochauflösenden. Und der ist jetzt aber, wie gesagt, erst seit ein paar Stunden hängt jetzt bei mir in der Steckdose. Deswegen habe ich jetzt auch kein schönes Intro, weil ich noch kein Programm zur Videobearbeitung habe. Aber ich hoffe, dass es jetzt auch mit dem Hochladen klappt irgendwie. Dass das Internet mir da nicht irgendwie wegstreckt. Ich hoffe, ihr haltet dieses Video. Ja, also so jetzt mal dazu. Und jetzt zum Thema der Woche, eben Transpromis. Und wie ich mir eben die anderen Videos in der Woche angeschaut habe, habe ich mir gedacht, jetzt reden alle von Balian Buschbaum und von Scheiß Bono und L'Oreal London und denke mir so, es muss doch noch mehr Transpromis geben. Und ich bin drauf gekommen, es gibt sie einfach nicht. Es gibt fast keine Transpromis. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt eigentlich eh genug, aber im Prinzip ist es gar nicht so. Es gibt viele Transvestiten zum Beispiel, aber so richtig Transmänner und Transfrauen, die in der Öffentlichkeit sind, und zwar nicht, weil sie trans sind, sondern wegen was anderem und sind halt zufällig als trans, gibt es eigentlich wirklich gar nicht so viele. Deswegen werde ich wohl oder übel auch über die reden müssen. Und zunächst mal über Balian Buschbaum, weil der bei uns, denke ich, ist unser bekanntester Transmann, ist mal ein Kämpfer. Und ich habe auch sein Buch gelesen. Und ja, das stimmt schon, also was vorher auch schon gesagt wurde, dass er einfach ein ziemlich Macho gibt, das ist wahr. Also er ist halt dieser typische Macho-Transmann, wo es auch sicher genug gibt. Und der Schwelle Julian hat ja auch gesagt, dass ihn das eher stört, dass dann quasi alle glauben, dass jeder Transmann jetzt hetero sein muss und supermännlich sein muss und dass das ein falsches Bild abgibt. Das stimmt schon, klar. Transmänner, wir sind vielfältig, es gibt genauso wie bei Männern alle Fassons von uns. Ich glaube trotzdem, dass uns Balian Buschbaum ganz gut vertritt, so als Promi-Transmann. Weil es stimmt schon. Natürlich wäre es besser, wenn es eine größere Vielfalt gäbe und dass es auch einen berühmten schwulen Transmann gibt, nur das Ding ist, das ist wieder der nächste Schritt. Also, ich meine, ist sicher nicht jedermanns Meinung, aber meine Meinung ist einfach, dass es zuerst einmal so halbwegs etabliert sein sollte, dass ein Transmann auch wirklich männlich sein kann. Ich glaube, das ist zuerst einmal noch wichtiger. Ich habe das Gefühl, dass viele einfach denken, dass, ja, also dadurch, dass es eben so viele Travestiekünstler gibt und Transvestiten gibt und viele eben Transvestiten mit Transfrauen verwechseln, dass sehr viele glauben, ja, Geschlechtsoperationen, die schauen dann sowieso nie so aus, wie sie wollen, und schauen dann sowieso alle scheiße aus und so und werden nie das sein, was sie wollen. Denke ich mir, ist es ganz gut, dass es jetzt einen Transmann gibt, der eben wirklich ein Kerl ist, der wirklich ein Macho ist. Ist halt so, um einfach zu zeigen, dass, ja, wir ganz genauso männlich sein können wie jeder Mann. Ich denke, das ist mal der erste Schritt, und den hat eben Balian Buschbaum gemacht. Und der nächste ist natürlich, die Vielfalt zu zeigen. Aber ich finde es ehrlich gesagt besser, dass der, ich finde irgendwie so als der erste Promi-Transmann in der Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum, ist er einfach am besten geeignet. Also besser geeignet als, ich sage jetzt mal, ein schwuler Transmann, der vielleicht nicht so ein Macho ist. Das klingt jetzt total konservativ, aber ich meine, versteht ihr, was ich meine? Einfach, um zuerst einmal zu zeigen, was alles möglich ist. Und dann eben der nächste Schritt, die Vielfalt zu zeigen. Also, wir brauchen mehr Transpromis, ist es so. Irgendwer von uns muss berühmt werden, also, damit es mittlerweile gescheit weitergeht. Ja, und das nächste, also das Gegenstück zum Beispiel, ich weiß, ich habe das schon öfters erwähnt, weil ich ihn wirklich cool finde, ist Buck Angel, dieser Pornostar. Ich erwähne immer diesen Pornostar. Nein, den finde ich super, weil der eben ja keinen Aufbau hat, kein gar nichts hat und schwul ist
und ein absolut cooler Typ ist mit so einem Schnauzer und einfach ein Kerl ist, aber schwul ist und stolz auf seinen Körper ist und dazu steht. Das finde ich super. Es ist halt schade, dass man ihn bei uns fast gar nicht kennt. In Amerika, glaube ich, kennt man ihn eher. Aber den finde ich auch super, einfach weil das so ein Gegenstück ist, weil der so alles miteinander vereint und das gefällt mir sehr gut. Also, das ist so ein Transmann, ein Promi-Transmann, auf den können wir stolz sein, auf den müssen wir uns, glaube ich, nicht schämen. Dann Lori London. Ich weiß nicht, ich glaube, das Problem ist einfach, wenn sie sicher lieb und so, und ich meine, sie ist auch hübsch, da kann man nichts sagen. Das Problem ist einfach, dass es so eine unheimliche Tussi ist, tut mir leid, aber ich kann einfach, ich finde einfach, diese ganzen, was da in diesem Promi-Dschungel waren, der ganze Hype, was um all diese Leute ist, und das liegt jetzt nicht nur daran, dass sie keine Transfrau ist, sondern grundsätzlich, dass das alles Leute sind, die sich so schlecht verkaufen, die sich so billig verkaufen, und ich finde es einfach schade, dass sie das gemacht hat, weil das müsste sie gar nicht, das ist überhaupt nicht nötig, und das Gefühl, dass dann wieder gleich mal Transfrauen mit L'Oreal London assoziiert werden, gleich mal sowas, und dass das einfach nicht so eine super Figur in der Öffentlichkeit ist für Transfrauen. Was ich jetzt aber gehört habe, ist, dass neulich eine Abgeordnete in Polen gewählt worden ist, die eine Transfrau ist und ja, wie eine Frau halt ausschaut und auch so behandelt wird, also in dem erzkonservativen Polen eine Abgeordnete, die eine Transfrau ist. Das finde ich zum Beispiel cool, einfach, ich wünsche, es würde mehr Promis geben, die man ganz normal behandelt, die halt da sind, und dann kommt man irgendwann drauf, oh, da wurde ja als Mann oder als Frau geboren oder was weiß ich, dass so nebenbei geschieht und die einfach eine ganz normal sie selbst sind und nicht darauf herumreiten, großartig, dass es einfach seine Nebensache ist, um einfach zu sehen, wie gut man damit leben kann und wie normal das ist, weil sowas würde ich mir eher wünschen bei Promis, weil das halt wichtig ist. Dass man uns nicht als irgendeine eigene Spezies ansieht, sondern eben als Männer oder als Frauen oder was immer wir sein wollen dazwischen. Und mich würde es halt freuen, wenn es mehr solche Promis gibt. Also, vielleicht gibt es ja genug und wir wissen das nur überhaupt nicht. Kann es ja auch sein. Keine Ahnung, vielleicht ist ja Brad Pitt als Mädchen geboren worden. Könnte ja sein, wir wissen das nur nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich es eigentlich schade, dass es nicht mehr transsexuelle Promis gibt, weil ich denke, so wenige sind wir gar nicht. Gibt eh genug für uns, wir sollten mehr in die Öffentlichkeit gehen. Und nicht, weil wir dran sind, sondern wegen irgendwas anderem. Wir sollten Schauspieler und Sänger werden. Und ja, also zu den anderen sage ich jetzt gar nicht viel, weil das wurde, glaube ich, eh schon genug gesagt. Wollten wir jetzt zu denen rein was sagen. Und ja, das war's für diese Woche. Nochmal sorry, dass das Video jetzt wahrscheinlich nicht so gut präsentiert sein wird. Und ich hoffe, ich kann es hochladen. Ich hoffe, ihr bekommt es heute noch. Und wir sehen uns dann nächste Woche heute, Leute, wenn ich mit meinem PC umgehen kann, hoffentlich, und ein gescheites Programm gefunden habe. Gut, ciao, bis nächsten Donnerstag.